Was soll ich jetzt machen? Also, du erzählst ein bisschen was zur Wand, dann zeigen wir die Kletterszenen und die Bilder von der Wand und dann den Abspann. Okay. Wie ich das angefangen habe, war ich noch nicht ganz 18 und echt wild drauf. Also das habe ich dann erst gemerkt, wie ich versucht habe, die Fixseile reinzubekommen in den bestehenden Teil von damals. Und ich hatte auch lang Schiss, dass ich zu wild drauf war und das überhaupt gar nicht in dem gleichen Stil fertig machen kann, weil ich einfach die Nerven nicht mehr habe. Aber habe ich dann doch irgendwie aufgebracht, hoffe ich, glaube ich. Ich glaube, der 7. Tag. Ich fühle mich richtig geil. Nein, nicht voll im Arsch. Jetzt schon Krämpfe vom Dümern. ja. Also der Stil war solo von unten mit Krikri gesichert. Das Besondere ist, man hat niemanden zum Reden, sondern nur sich, sein Hallbag und die Bohrmaschine. Und das sind meistens nicht so die gesprächigsten Partner. Das Schwierige für mich war, wie mache ich das mit dem Krikri, dass es so funktioniert, dass ich damit auch ernsthaft klettern kann. Dass ich nicht die ganze Zeit damit beschäftigt bin, irgendwie Seil zu bekommen, weil das Gerät blockiert, ohne dass ich es will. Oder und dann das Management zusätzlich bei der Erstbegehung mit einer extra Rebschnur, wo die Bohrmaschine nachgezogen wird, mit extra Fixseilen, die man hängen lassen muss. Ja, dass sich die Seile nicht ineinander verheddern, das ganze Management am Stammplatz. Wo müssen die ganzen Camps hin, die Bohrmaschine, wo kommt der Hallback hin? Ja, da kann man auf jeden Fall sehr viel lernen beim Solo-Klettern bezüglich Seilmanagement und Effizienz. Verfickte Bohrmaschine nie! Wieso ist denn hier nur so eine Scheiße? Spannendste waren die Momente, nachdem es mich in Stand reingehauen hat, mit dem Griff in der Hand. wie ich dann gemerkt habe, dass mein System im Krieg nicht funktioniert, das war dann der schönste Moment. Ja, wir klettern jetzt heute die Tour von unten, hoffentlich Rotpunkt. Ja, und der David probiert's auch. Thank you.
Kannst du das bitte sein lassen? Ein bisschen Privatsphäre wäre wirklich wünschenswert, ja. Vielleicht willst du auch noch hier sehen, was ich mit meiner Mama schreibe.